Wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich es liebe, Bücher zu lesen, aber auch Bücher zu kaufen. Und normalerweise zeige ich die Bücher, die ich so kaufe, einfach immer zwischendurch in meinen Vlogs. Aber ich habe jetzt eine sehr lange Zeit mich zurückgehalten, Bücher zu kaufen und dachte mir, das muss mit einem Video belohnt werden. Vorab, diese ganzen Bücher, die ich euch in diesem Video zeigen werde, werde ich über Wochen hinweg kaufen. Also ich weiß noch nicht, wie lange dieses Video geht, je nachdem, wie oft ich dazu verleitet werde, ein Buch zu kaufen, weil vielleicht wissen es auch einige von euch schon, ich helfe in der Buchhandlung aus und die Versuchung, Bücher mitzunehmen, jedes Mal, wenn ich dort bin, ist unfassbar groß. Aber ich liebe es auch einfach so, in Buchläden zu gehen, mich inspirieren zu lassen und vielleicht mal ein Buch mitzunehmen, wenn ich Lust darauf habe. Und das will ich euch in den nächsten Wochen so zeigen. Schreibt mir auf jeden Fall, welche Bücher ihr in letzter Zeit gekauft habt. Und ich würde sagen, ich zeige euch die ersten beiden Bücher, die es bei dem letzten Shopping-Trip zu mir nach Hause geschafft haben. Das Buch ist so ein typischer Fall von, ich arbeite in einer Buchhandlung, weil mein Chef auf einmal meinte, er schenkt mir dieses Buch, weil ich es unbedingt lesen muss. Was von dir bleibt? Ich habe von dem Buch noch nie gehört, aber eine Kollegin hat es auch von ihm bekommen und hat es gelesen und meinte, dass es so herzzerreißend ist. Über das Cover brauchen wir nicht reden. Ich glaube, das gefällt niemandem so richtig, oder? Um seiner ersten großen Liebe, Theo, bei dessen College-Plan nicht im Weg zu stehen, hat Griffin sich schwer Herzens von ihm getrennt. Fest davon überzeugt, dass sie irgendwann wieder zueinander finden werden. Doch dann stirbt Theo bei einem tragischen Unfall und Griffins Welt bricht zusammen. Es ist ausgerechnet Jackson, Theos letzter Freund, der ihm dabei hilft, sich seiner Zukunft ohne Theo zu stellen und die Puzzlestücke seines jungen Lebens wieder neu zusammenzusetzen. Es ist auf jeden Fall eine queere Love Story und ich habe sowas noch nie gelesen. Ich bin richtig gespannt, das ist immer aufgeteilt in Geschichte und eben Aktuellem. Und bisher fand ich es richtig, richtig gut, was ich gelesen habe. Ich bin gespannt, wann ich es tatsächlich dann lesen werde. Und ich meinte ja bereits, dass ich mich gerne an andere Genres mal rantrauen würde. Und deswegen habe ich noch dieses Buch mitgenommen. Und zwar Alte Sorten von Ewald Ahrens. Das habe ich letztens in einem Video von Nikki Reeds gesehen, weil sie mit anderen Booktubern ihre Lieblingsbücher ausgetauscht haben. Und alle fanden dieses Buch super gut. Im Auto habe ich noch nie was gelesen, weil das normalerweise nichts für mich wäre oder nichts, zu dem ich einfach greifen würde. Aber ich habe richtig Lust, was Neues auszuprobieren und deswegen habe ich das mitgenommen. Ich bin so gespannt auf dieses Buch. Und ich kann es kaum erwarten, das zu lesen. Ich glaube irgendwie, obwohl das ein Herbstsetting ist, werde ich das im Frühling oder Sommer lesen. Das waren jetzt auf jeden Fall die ersten beiden Bücher. Ich bin gespannt, was so demnächst dazu kommt und melde mich, wenn ich ein Buch gekauft habe. Oder zwei oder drei. Wir wissen es nicht. Ich wollte das Buch eigentlich gar nicht lesen, aber alle haben das so gehypt und eine Freundin hat es auch gelesen. Jetzt habe ich irgendwie doch Lust drauf. Und ich wollte auch mal ein bisschen was Neues ausprobieren und irgendwie würde mich das anlachen. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe noch nie was von Ferdinand gelesen, deswegen schreibt mir mal, ob ihr das vielleicht gelesen habt und wie ihr das fandet. Weil irgendwie interessiert es mich, aber ich nehme es, glaube ich, jetzt erstmal nicht mit. Das Buch sehe ich gerade auch überall. Ich bin so unentschlossen, ich kann nicht so viel mitnehmen, aber ich würde am liebsten wieder so viel einpacken. Lohnt sich das? Schreibt mir mal bitte. Ich habe den ersten Teil von Heartstopper auf der Arbeit gelesen während meiner Mittagspause, weil wir das auch da hatten. Und jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, ich will mir die Reihe nicht kaufen. Ich will sie lesen, aber ich glaube, ich brauche sie nicht unbedingt zu Hause. Deswegen nehme ich das, glaube ich, gar nicht mit. Wow, ich bin irgendwie stolz auf mich. Thank you.
wieder zu Hause. Ich war ja gerade im Thalia und irgendwie war das so eine schöne Erfahrung, weil normalerweise gehe ich eben immer mit, keine Ahnung, mit Jonas zum Beispiel in die Buchhandlung und dann fühle ich mich so ein bisschen gepressured, nicht so ewig zu brauchen. Aber ich habe mir heute wirklich so viel Zeit genommen. Ich habe mich hingesetzt, ich habe in die Bücher reingelesen und das ist so ein krasser Tipp, wenn ihr eigentlich nicht viele Bücher kaufen wollt, dann lest euch so ein bisschen den Inhalt oder lest ein bisschen rein in die Bücher, weil ganz schnell merkt man dann so, okay, das will ich vielleicht lesen, aber jetzt noch nicht, ich brauche es noch nicht unbedingt oder es interessiert mich nicht so krass, dass ich es jetzt direkt mitnehmen muss. Ich hatte ja, glaube ich, 4 Bücher oder so in der engeren Auswahl und habe tatsächlich jetzt nur 1 mitgenommen. Und zwar habe ich Hooked mitgenommen. Das ist irgendwie auf Goodreads gar nicht so gut bewertet gewesen. Ich weiß gar nicht warum. Aber bisher hat es mir gut gefallen, was ich so reingelesen habe. Also ich habe nicht so viel gelesen gehabt. Ich habe es jetzt auch auf Englisch mitgenommen. Auf Deutsch kommt das nämlich erst Ende des Monats, habe ich, glaube ich, gegoogelt, raus. Und das habe ich eigentlich noch ganz gut verstanden. Ich glaube auch irgendwie, also ich habe jetzt super lange nur deutsche Bücher gelesen. Ganz am Anfang habe ich auch super viele englische Bücher gelesen. Aber ich weiß nicht, da bin ich irgendwie bei den deutschen Büchern hängen geblieben. Und ich glaube, deswegen habe ich gerade so das Gefühl, dass ich die Sachen nicht so richtig verstehe oder dass ich jedes Wort verstehen muss, um eine Geschichte, eine zusammenhängende Geschichte zu verstehen. Aber das ist ja gar nicht so. Ich lese euch jetzt trotzdem mal den deutschen Klappentext vor. Es ist auf jeden Fall ein Dark Romance Buch und ich habe richtig Lust mal wieder auf so ein Dark Romance Buch irgendwie. Er will Rache, aber er will sie mehr. James hatte immer nur ein Ziel, seinen Feind Peter Mitchells zu vernichten. Als Peters 20-jährige Tochter in James' Bar auftaucht, sieht er seine Chance gekommen. Er will Wendy verführen und für seine Rache benutzen. Es ist der perfekte Plan, bis die Dinge in James' Organisation zu bröckeln beginnen. Plötzlich muss er den Verräter in ihrer Mitte finden. Er beginnt in Wendy mehr als nur eine Schachfigur in seinem Spiel zu sehen. Wendy wurde die meiste Zeit ihres Lebens von ihrem reichen, kalten Vater abgeschirmt. Um in einen Club zu feiern, lernt sie den dunklen und geheimnisvollen James kennen. Wendy weiß, dass James gefährlich ist, fühlt sich aber trotzdem zu ihm hingezogen. Während ihre Beziehung immer inniger wird und sie mehr über die Welt erfährt, in der er sich bewegt, kann sie nicht mehr sagen, ob sie wirklich den Mann namens James oder das Monster namens Hook verliebt hat. Ich bin wirklich so gespannt auf das Buch. Ich lese gerade auch Magnolia Parks auf Englisch. Deswegen komme ich, glaube ich, dadurch schon so ein bisschen besser rein in die Sprache und werde das dann auf jeden Fall sehr, sehr bald lesen. Ich bin richtig gespannt. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit für euch mitgenommen, weil die einfach so süß waren und ich musste sie einfach mitnehmen, weil die passen perfekt zu Verlosungspaketen für euch. Und zwar diese Lesezeichen. Ich habe sie euch ja schon im Laden gezeigt. Ich habe einmal das hier mitgenommen, die sind auch noch so gold, keine Ahnung, das schimmert so ein bisschen gold, wenn man das näher sieht. So hat man es gerade, glaube ich, ein bisschen gesehen. Dann habe ich noch das mitgenommen, das fand ich auch so schön. Dann noch das hier. Und das habe ich auch noch mitgenommen und die sind so cute. Ich habe so eine richtige Schublade mittlerweile mit ganz vielen Sachen, die ich in eine Buchverlosungspakete mit reinmachen kann. Also auch so Schmuck oder, keine Ahnung, Sachen, die ich so zugeschickt bekomme, kleine Prüppchen oder so. Und ich finde das irgendwie so, so cool. Ja. Ich habe ganz vergessen, ich habe gestern gearbeitet in der Buchhandlung und da habe ich was mitgenommen. Das hatte mein Chef mir extra schon zurückgelegt und ich habe mich so gefreut. Ihr könnt euch schon wahrscheinlich denken, was das ist. Es sind 3 Bücher. Und zwar ist es die Maxton Hall Reihe in dieser Special Edition. Wie schön können Bücher sein, Leute? Ich kann nicht mehr. Der Farbschnitt ist auch einfach wunderschön und auch von innen sehen die so schön aus. Und mit den Büchern hat so ein bisschen mein Lesefieber wieder angefangen vor, ich glaube, 2 Jahren. Und das wird jetzt auch als Serie verfilmt und direkt erst mein Chef hat mir direkt geschickt, dass die Special Editions bei uns angekommen sind. Und ich so, leg mir bitte jeweils ein Buch zurück, weil ich brauche das. Wie schön, das sieht auch, glaube ich, so schön im Bücherregal aus. Leute, ich habe gestern Magnolia Parks beendet und ich fand das Buch okay. Es hat mir toxische Vibes gegeben, sehr toxische Vibes. Es geht ja auch um toxische Beziehungen und so weiter. Und ich muss mir jetzt alle Folgebände kaufen, obwohl ich das Buch mit 3,5 Sternen bewertet habe. Aber ich habe so Lust, trotzdem weiterzulesen. Es ist eine ganz komische Beziehung, die ich zu diesem Buch habe. Aber ich habe Angst, dass die englischen Cover nochmal geändert werden. Ich habe das nämlich irgendwo gesehen. Keine Ahnung, ob das überhaupt stimmt. Aber ich hole mir jetzt die ganze Reihe. Ich habe das noch nie gemacht.
Leute, ich bin erfolgreich gewesen. Was soll ich sagen? Ich bin mehr als erfolgreich gewesen. Ich habe ja schon gesagt, normalerweise kaufe ich mir nie eine ganze Reihe auf einmal. Aber ich habe so Lust, weiterzulesen. Die anderen, also die Folgebände, sollen auch so gut sein von der Reihe. Und obwohl ich, ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich das Buch irgendwie, ich habe eine toxische Beziehung zu dem Buch und deswegen habe ich mir auch direkt alle Bände gekauft. Ich hatte so Angst, dass diese wunderschönen Cover irgendwann nicht mehr da sind. Vielleicht ist es auch eine falsche Information, schreibt mir gerne, falls ihr das genauer wisst. Aber ich weiß, dass ich diese Reihe lesen möchte, weil ich mich so darauf freue, den zweiten Teil allein schon zu lesen. Deswegen habe ich mir jetzt die ganze Reihe gekauft. Ich musste auch erstmal komplett durchgoogeln, wie man die Reihe überhaupt liest, weil es in der Reihe nicht nur um Magnolia geht, sondern noch zwischendrin irgendwie immer um Daisy. Der zweite Teil ist nämlich Daisy Hates. Wie schön ist dieses Buch? Ich finde die Cover wirklich ultra schön, vor allem im Vergleich zu den deutschen. Danach kommt Magnolia Parks The Long Way Home, also da geht es, glaube ich, wieder um Magnolia. Dann kommt wieder Daisy Hates, und zwar The Great Undoing. Und das letzte Buch ist Magnolia Parks Into the Dark. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so lange draußen. Okay, ich habe gerade mal geschaut und das ist am 13. Februar rausgekommen und das hat einfach 700 Seiten und ist ein englisches Buch. Ich finde es so krass, aber ich freue mich so auf diese Reihe. Also ich freue mich einfach extrem, die Reihe fortzuführen, weil ich glaube, dass die richtig, richtig gut wird. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach so dieses Gefühl, falls ihr die Reihe schon gelesen habt, sagt mir gerne, ob sich das Gefühl bei mir bestätigen wird oder wie ihr die Reihe fandet. Und obwohl ich die Reihe noch nicht gelesen habe, bin ich am Überlegen, ob die Platz in meinem Bücherregal in meinem neuen verdient hat. Normalerweise stelle ich nur Bücher, die ich schon gelesen habe, in meine Bücherregale, weil ich auch irgendwie Angst habe, dass ich dann vergesse, dass ich die Bücher noch nicht gelesen habe, weil die so zwischen den ganzen gelesenen Büchern stehen. Aber die sieht so schön aus, die verdient eigentlich ihren eigenen Platz, oder? Ich habe mich entschieden, die bleiben da. Ich finde es total schön. Und das zweite Buch der Reihe wird auf jeden Fall auf mein April-TBA kommen. Da bin ich mir sowas von sicher. Das war es aber noch nicht. Ich habe noch ein Buch gekauft. Das war ein bisschen ein Fail, sage ich ganz ehrlich. Aber ich freue mich trotzdem. Und zwar habe ich When in Rome noch entdeckt und mitgenommen. Das ist auch auf Englisch und super viele schwärmen davon. Deswegen wollte ich das unbedingt auch lesen. Und der Fail an dem Ganzen ist, das ist eine Romance-Story übrigens. Ich dachte, die spielt in Rom. Der Titel ist When in Rome. Jonas und ich machen zu unserem Jahrestag eine Romreise. Und ich dachte mir, wie cute ist das, das in Rom zu lesen, wirklich, wenn wir in Rom sind, das Buch When in Rome zu lesen. Ja, und dann habe ich mir den Klappentext angeschaut und das ist halt Rome in Kentucky. Makes no sense to me. Warum nennt man ein Buch When in Rome, wo Essen und sowas mit drauf ist, wenn es nicht in Rom spielt? Aber ich werde es jetzt einfach trotzdem in Rom lesen und so tun, als würde das in Rom spielen. Und ich habe auch noch ein Buch für Jonas mitgenommen. Und zwar Das Café am Rande der Welt. Er hat, glaube ich, vorgestern oder so den Heimweg von Fitzek beendet und hat mich gefragt, wenn ich eh Bücher shoppen gehe, ob ich ihm das mitbringen kann. Deswegen habe ich das gemacht. Ich bin total gespannt, was er dazu sagt. Ich habe das noch nie gelesen. Ich habe schon viel darüber gehört, aber ich bin echt gespannt, ob Jonas sowas gefällt. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich mich gar nicht von euch verabschiedet habe und das geht ja mal gar nicht. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich war irgendwie während dem Schneiden super unsicher, ob ihr das interessant findet, aber ich dachte mir halt so, ich kaufe immer wieder Bücher, vielleicht ist es ganz cool, das in einem Video gebündelt zu zeigen. Schreibt mir unbedingt, was für Bücher ihr euch in letzter Zeit gekauft habt oder welche Bücher ihr euch kaufen wollt in nächster Zeit. Und falls ihr eines der Bücher schon gekauft habt, die oder gelesen habt, die ich gekauft habe, dann schreibt mir unbedingt, wie ihr die fandet und auch wie ihr das Video fandet. Ja, ansonsten hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat und ich würde mich wie immer riesig freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüssi!